Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal wieder ein Produkt testen, aber zuvor noch eine kurze Information zwecks der Bewertung. Es hatte mich einer unter eins meiner Videos angeschrieben, und zwar hatte er gefragt, ob ich das nicht auch mit Sternen bewerten könnte. Es wäre übersichtlicher, einfacher. Und da habe ich geschrieben, okay, ich werde mir das Ganze mal überlegen. Und ja, nach ein paar Tagen hatte dieser Kommentar schon etliche Daumen nach oben. Also sagt mir das, dass das vielleicht von vielen mal so gewünscht wäre. Und zwar eine Bewertung nach Sternen. Und zwar, ich habe hier solche kleinen, ja, Leuchtsterne sind das zwar. Aber es sind 5 Stück an der Zahl. Und es soll also wie so eine Schulbewertung ungefähr sein. Bloß bei der Schulbewertung ist ja 1 die gute Zahl. Und hier ist es genau dann umgekehrt. Sprich also nur 1 Stern ist die schlechteste Bewertung. Und demnach 5 Sterne ist die beste Bewertung. So, da habe ich mir gedacht, da ich ja diesen Blog noch habe, wo ich ja die Produkte alle denn nochmal extra beschreibe und noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehe, werde ich das denn so machen. Also ein Produkt, was 5 Sterne hat und ich der Meinung aber bin, dass es ja eins der besten Produkte mit ist, die mir sehr, sehr gut schmecken. Da werde ich dann hier noch ja so einen kleinen so eine kleine Sternschnuppe mit dazugeben. So, das also jetzt erstmal als Einführung, aber jetzt kommen wir zu unserem Test, und zwar von Mr. Knabbits, die Ham and Cheese. So, ich habe diese von Philips Thomas. Ich habe die weder bei Kaufland noch bei Edeka, Rewe, Penny, sonst wo gesehen. Ich habe die gestern durch Zufall bei Philip Thomas entdeckt. Und deswegen habe ich sie auch gleich mitgenommen. Und jetzt wollen wir die mal probieren. Ja. Im Gegensatz zu den anderen Chips-Tüten ist diese hier ziemlich voll, also reichlich voll. Das ist bis jetzt die vollste Chips-Tüte, die ich jemals hatte. Und sie riechen auch ja nicht zu extrem. Und jetzt wollen wir doch mal diese leckeren probieren. Ja, also geschmacklich, man schmeckt das Paprika raus, man schmeckt den Käse raus. Sie schmecken, ja, ich würde sagen, so lala. Also es ist jetzt nicht so mein Hit, deswegen gebe ich auch nur von den 5 möglichen Sternen gebe ich mal 3 Sterne. Also ich sage mal, sie sind nichts Besonderes in dem Sinne. Sie haben ein Paprika mit so einem ganz leichten Käsegeschmack, aber jetzt wirklich so vom Hocker reißen tun sie mich nicht. Deswegen, ja, Kaufempfehlung würde ich jetzt dafür extra extrem nicht aussprechen. Es sind normale Chips,
die so einen Käse-Paprika-Geschmack haben. Aber naja, gut. Sonst weiter. Nichts Besonderes, sage ich mal. Gut. Das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, mit den Sternebewertungen wird es jetzt erstmal so weitergehen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren unten schreiben, wie ihr das findet mit dem Bewertungssystem. Ob das andere mit den Daumen besser war oder ob jetzt hier dieses Sternensystem besser ist. Könnt ihr mir ja mal wissen lassen. So, ich will jetzt dieses Video hier nicht allzu lange werden lassen. Also, schönen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.